Hey, ja, also herzlich willkommen zurück zu The Case of the Golden Idol. Wir haben Kapitel 2 abgeschlossen und auch neben den Fällen hier und hier noch so ein paar extra Szenen miterlebt. Und wir wissen, dass auch Herr Edmund das ganz am Ende nicht überlebt hat. Und das ist natürlich interessant zu sehen, wo das Ganze tatsächlich dann mit dem nächsten Kapitel, und zwar The Ascent, tatsächlich hingehen wird. Sehr interessant auch gleich hier zu beobachten. Ich meine, das war vorher, in den vorherigen Fällen nicht der Fall, dass man hier das Ganze noch verschlossen hat. Es wurde zwar, glaube ich, anders farblich auch hervorgehoben, aber ich bin jetzt gespannt, was hier jetzt anders passiert oder beziehungsweise was man machen muss, um dann logischerweise die nächsten Fälle freizuschalten. Wir gehen auf jeden Fall über zu The Strange Practices of a Secretive Society. Da bin ich mal gespannt, ob jetzt hier die mit diesen Ruby Rings da ein bisschen genauer erläutert werden. Okay, Hints wollen wir nicht haben. Auch wenn ich jetzt natürlich hier schon so ein paar bekomme. Weißt du was? Hier ist nicht allzu viel. Für hier lasse ich es ganz kurz mal an, damit wir wenigstens genau hier diese ein, zwei Spuren aufsammeln können. Falls hier irgendwas wäre. Okay, also Fußspuren. Ja, sind das andere? Ja, mit spitz, mit rund. Hier wird interessanterweise da unten, aber auch hier. Oh, hi. This clue has been added to the thinking panel. Okay, lassen wir ganz kurz noch gucken. Okay, das ist also ein dasselbe. Interessant zu sehen, wie weit das entfernt war. Okay, schleifen. Wir haben spitz, wir haben rund. Und ich gehe mal wirklich davon aus, Das sollen die gleichen sein. Einer ist dann hier nach oben abgehauen, der andere nach unten. Da leben die Hobbits. Okay, gut. Ich mache das mal ganz kurz wieder aus und wir gucken mal, was jetzt hier die Sache ist mit dir. Ja, yep, das hätte ich auch sagen können. The tattoo depicts a hand and an eye. Ich meine, wir hatten ja jetzt hier schon The Black Hand miterleben dürfen. Das könnten die also sein. Und er hat gleich drei Sachen. A hat, was auch nicht mehr ist. Wir haben eine Tasche mit Loaded Pistol. David, the gathering will be on March 14th. To follow our plan, we should be there at least 2 hours before midnight. The target will arrive in full costume. Grab rope and weapons. WK? Wir hatten WK wiederum? Ich muss dann nachher nochmal über die alten Namen rüber gucken, aber für jetzt. So, wir haben to David Goren for the reliable service from EC. So, Ash Blair, das ist mal wieder hier dabei, aber Coil of Rope, a Dagger, a Shabby Formal Coat. Okay. Du bist doch nicht David Goren. Oder? Ich meine, es wäre zumindest nachvollziehbar, wenn man sagen würde. Also was? Wir gehen mal ganz kurz. Ne, wir gucken noch an, was hier noch mit dabei ist. Genau. Dann will ich ganz bloß nochmal zurückspringen. Wieder mal Loaded Pistol. Die Hüte. Da ist auch seine hier mit dabei. A clean new coat. Okay. Old and shabby, new. Zwei geladene Waffen. Okay, also hier wurden definitiv Sachen gebunkert. Zusammen mit ihm. Alles klar. So, ich will ganz kurz nochmal zurückspringen. Und ich will mal noch mal ganz kurz hier gucken. Walter Keen. David Goren. Deswegen, David Goren ist das definitiv nicht. David Goren sah dann doch ein bisschen anders aus. So, der Kollege hatte Glatze und oranges Haar. Die beiden hat es zerlegt. Du bist später auch noch drauf gegangen. Also Walter Keen wird er sein. Er hat es also im Endeffekt überlebt gehabt. Und hier ist auch sein Schwert. Mhm. Okay, aber er ist das definitiv nicht.
Also David Gorin hat da sein Zeug nur gebunkert. Wir wissen also noch nicht, welche Person das tatsächlich ist. Alles klar. So. Wir wissen also, das ist David Gorin und das könnte Walter Keynes sein. Okay, gut. Hier oben geht es interessanterweise erstmal nicht weiter. Heißt also, das ist nicht mehr relevant. Das Einzige ist dann jetzt hier... Ah, rein. So, wir lassen logischerweise die Hints jetzt aus. Wir haben... Brothers wear masks appropriate to their house. Wir haben also Dark Hands. Aha, das ist also, da draußen ist einer von denen. Wir haben Proud Beasts, von denen hatten wir auch schon gehört. Water Snakes ist neu. So, und dann haben wir hier Brothers wear robes appropriate to their rank. Aha, wir haben also Master Steward und Initiate. Okay, also wir haben schon von Steward gehört gehabt. Und wir wissen ja jetzt auch, der Kollege ist also Dark Hand Initiate. Okay, also einer der niedrigeringeren. So, das ist ein bisschen älter. Masters, I ventured on the Order's mission to reclaim our fire-breathing relic. Okay, also the idol. And with great resolve, punish the despicable enemy. Gleich mal gucken, ob hier irgendwas noch versteckt ist. No. I, with a few brave companions, fearlessly entered his hideout in a remote hunting cabin. Oh, doch, ist nicht so alt? Vielleicht ist es das, was wir jetzt miterlebt hatten. But the devil had prepared a treacherous trap and an explosion slaughtered my dearest friends as we entered his study. Thanks to my sturdy physique, I survived the blast, only to be assaulted by the enemy's lackey, assassin warrior David Gorin, and a pack of bloodthirsty hounds. Ja, okay, die Hunde waren da dabei. Obwohl es immer hieß, es sind zwei, aber einen hatten wir nur sehen können. After an hour of fight, I received numerous deadly wounds, in spite of which I prevailed and defeated my assailants with my martial training. I discovered the enemy's dead body, slain by the trap of his own making, but no trace of the relic. Okay. I am forced to go into hiding because the government's watchmen are tracking me. Once I have recovered from my deadly wounds and shaken off the watchmen, I will send you the next report. May the Griffin awaken, hat mir schon mal gehört, und Walter Keane. Okay. Gucken wir nochmal ganz kurz einmal hier. Ich glaube, da sollte nichts dabei sein, aber unterschätzen sollte man auch nie, was dann halt im Endeffekt gefragt wird. Okay, also der Kollege ist tatsächlich selber trotzdem Versteck und gewisser Entfernung dabei verstorben. Aber das Relic hat er nicht gefunden. Das macht's wiederum interessant. So, wir haben nach oben und wir haben nach unten. Oben ist der offensichtliche Weg, also eben erstmal unten lang. The clue has been added to the thinking panel. Hi, du. Bist du nicht eigentlich einer von denen, die draufgegangen ist? So, gucken wir trotzdem erstmal, was hier noch davor kommt. Okay, eins, Kollege trägt ein Haus. Zwei, Kollege ist... Ohrenschmalz. I don't know. Nummer 3, Fisch im Haus. Könnte theoretisch das gleiche sein wie da drüben. Und dann haben wir 4, Regenmantel am Tag, nichts bei Schnee. Okay. So. Prepare to receive what you have earned. Okay, also er ist ein Proud Beast. Und ein Initiate, logischerweise. So, 2 Ruby Rings on his finger, in his pocket. Okay, also das wäre dann logischerweise für ihn wiederum. So, wir wissen logischerweise nicht, wer sich hinter der Maske verbirgt. February 10th, 1790. Lass mal ganz kurz gucken. Okay, also da ist jetzt auch schon wirklich ein bisschen Zeit vergangen. Oh, und das sind alles tatsächlich andere Nachrichten. Okay, whoopsie. Masters, I must apologize 1,000 times for my absence, but my road to recovery was full of peril and valor that cannot be sufficiently conveyed in writing. The government dogs and spies chased me tirelessly, and I was forced to seek refuge in Aquitania, nicht rot, to recover from my still dire wounds. Then I finally bested my pursuers with the help of Lazarus Hurst. Das ist ein Name, okay. A young, resourceful gentleman, scheinbar, whom I met in a remote manner one dark winter's night. Not only did he earn my trust by stepping into the fray against the villains, but he turned out to be well-versed in the arcane arts, of course not yet close to our skills. Oder your skills.
I have finally recovered and plan to return to Albion. I suggest that Lazarus would be a fine addition to the Order. I vouch for him and will invite him to undergo the appropriate trial. May the Griffin awaken, wieder Dester, alles klar, Waterkeen. Und zu guter Letzt, andere Schrift, interessanterweise auch weiter hinten verschoben. Nominated Masters, I object to the admittance of the individual Hazarus Hearst to our brethren. I submit that our Darken brother, interessanterweise Waterkeen, aber nicht Darken kann man anklicken, who vouches for him cannot be trusted because he's a liar and a thief. Auch hier, das sieht leicht farblich anders aus. I'm certain that on dispatching our enemy, he kept the golden fire-breathing relic for himself. Ja, weil es nämlich merkwürdig ist, wie kann das Ding nicht gefunden worden sein? Nothing will move me on this. He must produce the relic, apologize personally to me, and afterwards he expelled from our brotherhood. Sir Geoffrey Sinclair. So, aber scheinbar, auch wenn die Nachricht hier gekommen ist, wir sehen, da unten hockt jemand, der eventuell gleich aufgenommen wird. So, bevor ich weitermache, ich will nochmal zurückspringen, und zwar hierhin. Er sieht dieser Person doch sehr ähnlich. Das ist natürlich immer so ein bisschen fies, weil Positionen sind nicht unbedingt immer die gleichen. William? Willard, right. Deswegen will ich jetzt mal gucken, wie ähnlich sah er denn dieser Person tatsächlich. Ja, das Fiese ist vermutlich halt, dass lange Haar täuscht. Okay, gucken wir nochmal hier weiter. Der ist das. Hier. Brother, a member of our order has proposed a new candidate to join our brotherhood. Our brother's trustworthiness, however, has been challenged. Therefore, we have decided to take measures to resolve the fate of these individuals. If the brother proves himself, he can vouch for the newcomer. If the newcomer survives the appropriate trial, he will join our ranks. You're summoned to join our gathering on March 14 and fulfill your role in the rights of the brotherhood, the Council of Masters. Okay, kein Name wirklich hier mit dabei. Mal ganz kurz noch hier einmal gucken. Ich denke, hier sollte nichts sein, aber natürlich so ein bisschen interessant zu beobachten. Zugeben, ich achte jetzt nicht so sehr auf das Datum oder ähnliches, aber man sieht so ein bisschen, wie die Reihenfolge dann doch sein könnte. Okay, bevor wir auf die Statue gehen, er hier. I have signaled to Griffin who I am. Okay, er sieht dann doch etwas anders. I accept my fate, whatever it may be. So, dann haben wir hier diese ulkige Statue. Ach du Heilige. So, ich mache einfach mal hier schon mal einen Screenshot von. Inception. You must endure the tests of Snail, Fire, Water, Tree. Administered by the Proud Beast Steward. Evaluation. You must endure the test of Tree, Fire, Time, Water. Administered by the Darken Steward or Master. Okay. Transition, you must endure the test of Star, Fire, Water, Snail, administered by the Water Snake Master, oder Admission, you must endure the test of Snail, Time, Water, Star, administered by any Master. Aha. Noch nicht ganz klar, was das genau bedeuten soll. Aber für jetzt würde ich sagen, wir gehen einfach mal hier lang. Aha. This clue has been added to the thinking panel. So. Wir haben einige interessante Nasen, einige interessante Masken mit dabei. Also nur mal hervorzuheben. Du hast eine rote Maske. Ist irgendeine Aussage? Wer denn zu was gehört? Wir können sonst nochmal gucken. Ist hier nochmal irgendwas? Nee. Ist wirklich nur das hier Inventar. Der Kollege selber ist nicht relevant. Also anhand der Masken würde ich es aktuell noch sehr schwer finden, wirklich sagen zu können, wer wer ist. Außer natürlich, wir würden hier The Branding ein ansehen. Das heißt also, unsere Freunde, die Proud Beasts, werden in Rot gehalten. Dann haben wir noch Hand und Schlange. I don't know. So, gucken wir mal. Oh, Drank. Done when an accuser has challenged a defender. Challenged.
Both drinkers must be barefoot, okay? The substance is added depending on the severity of the accusation, including deadly poison. Okay. Add substance to one of the cups. Defender chooses first, accuser chooses the remaining. Both partake in wine cups. Okay, das ist eine sehr merkwürdige Herangehensweise. Oh, das heißt, Defender chooses first, accuser chooses the remaining. Ist er nicht der Accused? Accuser? Ist eine merkwürdige Terminologie. Ich hätte es anders genannt. So, hier noch was. Oh, wow, hier kommt wirklich einiges. 31. Ist jetzt nicht, ist weniger als im Verhältnis zu anderen Situationen. So, Ritual of Squabble. Das mit den Wörtern. Only initiates can be defender and accuser. The sword must be borne by any dark hand. Okay. Required decorations of the hall. The grim reaper, the never tiring teacher, the feeder of mouth. Ritual of conflict. Mm-hmm. The accuser must deeply hate the defender. The initiative must be borne by any initiate. Required decorations, the never tiring teacher, the keeper of the treasure, the mirror of the soul. Schwert und... Okay, also wir sollen vermutlich herausfinden, was im Endeffekt hier tatsächlich los ist. Okay, also wir wissen zum Beispiel schon, das erste kann es hier nicht sein, weil the sword must be born by any dark hand. Wenn wir dem trauen... Dürfen wir dem trauen? Ich behaupte einfach mal, das ist halt ein Dark Beast. Aber ob das wirklich der Fall ist, ist eine andere Frage. So, du hast eine Kanne, du hast vermutlich das Gift. Die sind beide barfuß. Und wir sind noch nicht ganz sicher, wer was von den beiden tatsächlich ist. Aber ich gehe davon aus, halt Dark Beast und dann halt Water Snake oder Dark Hand. Die Masken haben wir, glaube ich, auch vorher noch nicht angetroffen. Außerhalb vom Thumbnail selber. Ja, der Schlüssel da oben ist sehr interessant zu beobachten. Gerade vor allem, weil sie beide das gleiche Dongle hier dran haben. Okay, gucken wir trotzdem erstmal hier hinten weiter. The Ritual of Dispute. Only Stewards or higher can be Defender and Accuser. The Scepter must be born by Water Snake Master. The Scepter. Das ist the Scepter. Meine Water-blaue Maske wäre natürlich sehr naheliegend. Required Decorations. Keeper of Treasure, the Never Tiring Teacher, the Grim Reaper. Ah, ich sehe hier die Dongle-Dinger. Okay, also drei Dongles müssen wir finden. Das, das. Das Buch selber kann man schon mal auch noch anklicken. Okay, also ich sehe zwei. Das soll es also schwer machen. So, Only Stewards, Defender, the Scepter must be born by a Water Snake Master, was er sein könnte. Required Decoration, the Keeper of the Treasure, the Never Tiring Teacher, the Grim Reaper. The Ritual of Discord, the Houses of the Accuser and the Defender stand behind their brothers. The Scepter must be born by a Dark Hand Master. Required Decorations of the Hall, the Speaker of the Blind, the Grim Reaper, the Keeper of the Treasures. Okay, also bleibt dabei, das ist noch nicht selbstverständlich. Okay, gucken wir mal noch, ob hier noch irgendwas anderes ist, bevor wir auf die jeweiligen Charaktere eingehen, beziehungsweise hätte das Buch noch hier. Fangen wir mit dir einfach an. The Griffin has spoken. Okay, also du hast a tray with a small vial of unknown substance. Und weil das Tray hier aufgenommen worden ist, ja, und ihr habt auch immer den Ruby Ring. Okay. Wir haben also drei von denen, zwei von denen, einer, beziehungsweise noch ein weiter unten. Du, the Griffin has spoken. Okay. Two cups on the stone altar, they contain some wine, but are almost empty. Achso, das sind die beiden Dinger hier. Yep, du hast nicht mehr viel zu sagen. The man in the mask is not breathing. He dead, yo. The Griffin has spoken. Silver tankard with some red wine in it. Okay, seid klar, der bringt das Gift, der hat den Wein gebracht, etc. Let us await the results from the chambers below. Ceremonial Sword. Der Ruby Ring. Es fehlen noch zwei Stück.
The griffin has spoken. A ceremonious scepter, genau, und a ruby ring. Okay. Damit fehlt uns noch eine Sache. Ich bin mal so frei, mach mal ganz kurz die Hints an, damit wir das noch schnell finden können. Bevor wir hier irgendwas starten. So, was fehlte mir hier? Lazarus Terrorist hatten wir noch nicht angeklickt, aber in der Vergangenheit logischerweise schon. Was fehlt uns noch? I have signaled. Okay. Gut, dann stehen wir einfach mal ganz kurz hier in der Mitte und gucken, was jetzt das Thinking Panel von uns will. Mhm. Mhm. The scroll is not filled in. There are empty slots. There are empty slots. Slots, slots. Ritual of... Aha. Okay, anhand von dem sollen wir herausfinden, was hier gemacht wird. Wir sollen herausfinden, welche Leute hier sitzen. Das ist wichtig. Wir haben Rot und Weiß. Das heißt, wir haben Name oder Rang bzw. Haus. Mhm, das zieht sich hier entlang, das zieht sich dort entlang. Okay. Wir haben hier... Interessanterweise, hier wollen sie die Häuser haben. Okay, also ich behaupte einfach mal der Sache zu folgen, du bist Proud Beast. Haben wir irgendeine Logik, um die anderen herauszufinden? Wie gesagt, man könnte es blind machen, sollen wir aber nicht. So, gucken wir trotzdem mal, was hier das große Herausforderung ist. Also, Name oder Position was Drank challenged to a ritual. Okay, also ich denke, das ist schon mal klar. Challenged. To a ritual. Also das könnte dann halt Poison, Squabble, Conflict, Dispute, Discord, Trade. Okay, die nicht. Die Dinger sind das hier unten. Conflict, Dispute, Discord und Squabble sind wiederum die dann dahin gehören. Wir müssen herausfinden, welches. He along with... Name, Position. Ambush, Name, Position. Name, Position. Posing, S, Name, Position. Okay. He along with her. Ambushed her. Her posing as her. Okay, also wir wissen. Okay, es sind also zwei Leute, die da drin sind. Interessant. Klar. Also wir gehen nochmal ganz kurz hier raus. Hier hin. Wir wissen also, der wurde überrannt, wurde ausgeschaltet und wir wissen einerseits, dass wir hier unseren Freund David Gorin haben und vermutlich, und das ist die andere Robe, und das haben wir anhand des Schwerts ja auch schon realisieren können, das ist dann wieder unser Freund Walter Keen. Also Walter Keen und David Gorin interessanterweise arbeiten zusammen, obwohl sie ursprünglich in der letzten Situation gegeneinander waren. Aber nur mal ganz kurz zu zeigen. Joink, joink. Er ist Walter Keen. Er ist unser Freund David Gorin. Er wurde ursprünglich ja angegriffen und haben sich jetzt aber zusammengetan, wo ich davon einfach ausgehe, dass die eh schon zusammenarbeiten. Ich meine, er war ja, glaube ich, auch derjenige, der die Leiche angefordert hatte, die da nicht echt war. Also, hier arbeitet eh jeder gegen jeden, aber... Trotzdem ist dann zu beobachten. Also, wir wissen, dass die beiden Nasen hier. He along with haha, ambushed haha, haha, posing as. Das ist interessant, weil man versucht hat, jetzt ein bisschen die Logik herauszufinden, wo was hin soll. Also, wir wissen, dass unser Freund. Genau, Walter Keen. Walter Keen ist es, richtig. Heute muss ich mal ganz kurz checken. Also, Walter Keen was challenged to a ritual. He along with. Das muss ja dann David Gorin hier sein. He, Walter Keen, along with David Gorin ambushed.
Okay, also wir müssen herausfinden, wer er ist. Housing S. Dann haben wir... Okay, gucken wir mal ganz kurz. Also Name, Ambush, Name, 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 Posing S, der da. Dann haben wir Drank, Challenge, Signaled. Also vermutlich Signaled. Das ist einfach von der Logik her. To, wieder mein Name. With a Tray, a Cup, a Sword, a Scepter. Which... Had no... Vielleicht had no poison? Name drank the other cup and died. Okay. Drank the other cup and died. Meanwhile, nur Name passed the heart ritual to become... Okay. Ich denke mal, das wird dann halt, wenn wir dem trauen dürfen... Proud Beast Initiate. Jetzt müssen wir nur wissen, was für ein Ritual das ist. Okay, ich denke, da fangen wir mal ganz kurz an. So, wir haben... Snail, Fire, Water, Tree. Wir haben Fisch. Also versuchen wir mal das Erste herauszufinden. Erste könnte Snail sein. Weil die ja auch ihr... Häusler auf dem Rücken tragen. Also ich denke mal, es ist Inception oder Admission. So, als nächstes Essen. Fire or Time. Lass uns nochmal ganz kurz gucken, das ist auch die 2, also das ist schon richtig. Gucken wir mal weiter. Water, beide sind Water. Okay, also das ist definitiv die richtige Richtung. Jetzt die Frage, Tree. Tree or Star? Ich denke, der Witz soll sein, das soll ein Baum darstellen. Die Idee ist, dass er hier seine Blätter trägt und über Winter sie verliert. Oder verloren hat, müssen wir sagen. Also ich denke, das sollte das sein. Das ist Inception. So, anhand dieser Information, Inception, wissen wir ja auch jetzt gleich eine weitere Situation. Und zwar, hier, nochmal zurück, Inception by a Proud Beast Steward. Damit wissen wir also, was er ist. Wir wissen, hier nochmal die Bestätigung, also wieder falsch rum. Proud Beast Steward. Ich habe halt noch nicht so ganz raus. Also, es sollte klar sein, Walter Keen gehörte bereits hier zu dieser Gruppe. Das heißt also, er hat seine Verkleidung. Wir haben hier einen Kollegen. Er ist... Ein Dark Hand, wie immer falsche Richtung. Dark Hand Initiate, richtig. So. Wir wissen also... Können wir daraus irgendwas ziehen? Also wir wissen, das gehört zusammen. Ach so. Die sind Master. Das sind also Stewards. Okay, also die Roben sind die gleichen. Wenn er... Moment, ich will mal ganz kurz gucken. Ist das Lazarus Hurst? Okay, also das stimmt zum Beispiel. Das heißt also, wenn das ein Steward ist, dann können wir davon ausgehen, das ist die Steward-Uniform. Ha. Dann ist das die Initiate... Und das die Master. Okay, fein. Jetzt kommt die große Herausforderung herauszufinden, wer die beiden richtigen Masken sind. Das wäre offensichtlich für mich Water Snake. Ist das aber wirklich Darkhand?
Da will ich noch nicht sofort das probieren. Ich will nicht den 50-50 machen. Ich will eine Logik finden. Kann ich anhand von den beiden herausfinden, wer zum Kuckuck was ist? Nur mal ganz kurz gucken, haben sie alle ihre Ringe an? Sie haben alle ihre Ringe auch an. Oh, The Grim Reaper. Jetzt habe ich das letzte Ding auch gefunden. Ist das irgendwo relevant? Ja, The Root schon aufrichtig, das müssen wir noch finden. Also, gucken wir nochmal ganz kurz. Grim Reaper, der ist zum Beispiel ohne Grim Reaper. The Never Tiring Teacher ist so für das Buch. The Feeder of Mouth, das würde ich mal behaupten, ist es nicht. The Keeper of Treasures, Never Tiring Teacher, Grim Reaper. Ich denke, das ist Ritual of Dispute. The Scepter must be born by a water snake. Okay, also wir haben Dispute. Ritual of Dispute. Das heißt also by a water snake, also sind die tatsächlich die Water Snakes. Und wir haben damit auch die Dark Hands. Yes. Sehr schön. Okay. Wir wissen also. Das ist natürlich jetzt lustig. Wo gehen wir damit hin? Ich behaupte mal, er wird im Endeffekt Jeffrey Sinclair sein. Natürlich relativ ulkig. Wir werden also hier ganz bewusst auf die Probe gestellt, herauszufinden, wer nicht nur hier den unterschiedlichsten Rang und Haus hat, sondern auch welche Namen sie haben. Das macht natürlich interessant. So, wir wissen, Dark Hand initiiert. Das heißt also, Dark Hand hier initiierte hier. Das wird also bedeuten, denke ich mal, du wirst David Gorin sein? Er hat aber den Wein. Also, wenn wir dieser Sache glauben dürfen, Initiates haben die Rote, Darkhand haben die. Das ist also die passende Kombination. Ich behaupte auch halt, dass David Gorin wiederum eher seine neue Position einnimmt und ich behaupte mal eher wiederum Mortar Keen seine bekannte beibehalten darf. So, dann behaupte ich einfach mal, weil die beiden halt gegeneinander arbeiten, das ist Jeffrey Sinclair. Sind uns die anderen Namen bekannt? Dadurch, dass wir nicht mehr einen Namen haben, gehe ich mal davon aus, dass wir von nun an nur noch daran arbeiten zu sagen, das ist Water Snake, das ist Water Snake. Das ist ein Master, das ist ein Initiative und du bist Master. Nice. Okay, jetzt müssen wir nur noch das hier. So. To a dispute ritual. He, along with David Gorin, ambushed. Okay, also hier wollte vermutlich as a Dark Hand Initiative. Signaled to. He signaled with a. Also David Gorin hilft aus. Er hat den Tankard. Deswegen anders kann er es ja nicht machen. Which Cup had no poison. Dann gehe ich mal davon aus, dass man sagen will, Jeffrey Sinclair drank the other and died. Meanwhile, this dude has the herb become harm. So, jetzt müssen wir nur noch entschlüsseln, was zum Kuckuck das hier genau bedeutet. Okay, also, the posing is a dark hand initiative. Dark hand initiative signaled here. Zu ihm, das heißt also, wir wollen dann Walter Keen da rein haben. With a Tankard. Genau.
So, jetzt brauchen wir eigentlich Ambushed. Das ist mir noch nicht ganz klar. Also, Waterkeen was challenged to a dispute ritual. Okay, he along with David Goren ambushed the Dark Hand. No. Sind einfach dann nur die beiden Nasen? Weißt du, ich werde es einfach mal probieren. Weil ich muss ganz ehrlich zugeben, ich weiß nicht, was da besser reingehört. No. Ich denke, das Ambushed ist für mich so ein bisschen überraschend. He, along with David Gorn, ambushed Dark Hand Initiate. David Gorin, posing as the Dark Hand. Achso, ja, okay. Ich habe jetzt erst realisiert, dass das ein Punkt und kein Komma ist. So, dann sagen wir David Gorin. Okay, ja, okay. Also, ich hatte gedacht, das sind zwei Sachen, die hervorgehoben werden sollen. Und ich habe mich gewundert, weil die beiden, so relevant sind sie nicht. Das ist also er, aber dann, warum sind dann halt zwei? Also, der Punkt war wichtig, den ich übersehen hatte. So, after being challenged to a ritual with potentially deadly consequences, Walter conspired with David to devise a plan which would ensure his own safety. They captured a Brotherhood member on his way to the gathering. David took his costume so that during the ritual of dispute, he could indicate to Walter which cup was poisoned. Therefore, Walter chose the safe cup and his opponent drank the poison and died. Alright. Das war relativ umfangreich, aber meines Erachtens doch durchaus machbar. Also, das persönlich fand ich schon sehr, sehr cool wieder mal. Mein Spiel grundlegend finde ich sehr, sehr cool, aber hier kommt man jetzt dann doch so ein bisschen an das Eigentliche der Story. Gerade die Masken, zumindest hier die eine, die hat man ja schon so ein bisschen dank dem Thumbnail kennenlernen dürfen, aber man war sich halt für eine lange Zeit nicht wirklich sicher, wo das tatsächlich hinführt. Aber das haben wir jetzt geklärt und dürfen wir gespannt sein. Ich meine, wir gehen nochmal einmal ganz kurz hier gemeinsam raus, aber um zu gucken. Okay, also hier ist nicht irgendwas Neues aufgeploppt, aber man sieht, die anderen beiden sind jetzt damit freigeschalten worden. Also hier war dem Spiel ganz wichtig, dass man erstmal das hier löst. Ja, die anderen Sachen, interessant zu beobachten, denn keiner dieser Nasen, die hier gezeigt werden, sind uns bekannt. Also dürfen wir mal gespannt sein, wo das tatsächlich hinführen wird. Für heute aber bedanke ich mich mal wieder fürs Einschalten. Hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.